Seit 1907 ist er mit Unterbrechungen bei uns im Einsatz. Der 21 cm Pauli-Refraktor, dessen Herz, die Objektivlinse mit einer Brennweite von 3 Metern, wurde von Max Pauli, einer Legende im Fernrohrbau, persönlich geschliffen. Pauli war ursprünglich promovierter Chemiker und Zuckerfabrikant und betrieb Astronomie und Teleskopbau als Hobby. Vor allem im hochpräzisen Linsenschleifen kam er bald in den professionellen Bereich. Pauli-Linsen waren von einer so hohen Qualität, dass ihnen Ernst Abbe, der Boss der Zeiss-Werke in Jena, 1897 für den Aufbau einer Produktion von astronomischen Instrumenten gewinnen konnte. Als Chef! Das muss man sich mal vorstellen, vom Zuckerfabrikanten und Hobby-Linsenschleifer zum Leiter der astronomischen Instrumenteabteilung bei Carl Zeiss. Pauli war eben gut und seine Linsen und Teleskope von so hoher Qualität, dass alle bedeutenden Sternwarten der Welt einen Pauli-Refraktor aus dem Hause Zeiss haben wollten. Fernrohre von Pauli oder mit Paulis Beteiligung befinden oder befanden sich zum Beispiel im Krim-Observatorium Simmis auf der Krim, klar, wo sonst, der Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl, der Kap-Sternwarte in Südafrika, Sternwarten in Berlin, Hamburg, Bergedorf, Innsbruck, Zürich bis hin zum Jerks-Observatorium bei Chicago, wobei der Riesenrefraktor dort nicht von Pauli stammt. Die haben ja noch mehr Fernrohre. Damals waren vor allem Linsenfernrohre Refraktoren angesagt. Heutzutage sind hauptsächlich Reflektoren, Spiegelteleskope, in der Forschung zu finden, wobei man auch mit einem Refraktor eine Menge anfangen kann. Fernrohre waren zu Paulis Zeit mehr oder minder Einzelanfertigungen und Pauli-Refraktoren auch aufgrund der hohen Nachfrage richtig teuer. Durch die Spende von Moritz und Katharina Oppenheim kam der Physikalische Verein 1908 zu einem Refraktor mit einer echten Pauli-Linse. Mit diesem Instrument wurde wissenschaftlich gearbeitet. Schwerpunkt war die Beobachtung und Bahnberechnung der kleinen Planeten, also der Objekte im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Das Ehepaar Oppenheim gehörte zu den Mäzenen, die unserer Stadt insbesondere als Wissenschaftsstandort viel Gutes getan haben. Moritz Oppenheim gehörte beispielsweise zum Vorstand der Polytechnischen Gesellschaft und als Frankfurt 1914 endlich eine Universität bekam, in die auch wir, der Physikalische Verein, 7 naturwissenschaftliche Institute und die Sternwarte einbrachten, stiftete Moritz Oppenheim einen Lehrstuhl für theoretische Physik, den Nobelpreisträger wie Max von Laue oder Max Born innehatten. Warum heißen die alle Max? Max Pauli, Max von Laue, Max Born, alle heißen Max, was denken die sich dabei? Egal. Weiter mit einer ziemlich furchtbaren Geschichte. Bei den großen Bombardierungen von Frankfurt im März 1944 überlebte das Teleskop unbeschädigt die ersten Angriffe und wurde schnell in Sicherheit gebracht, ehe die Sternwarte durch weitere Angriffe komplett platt gemacht wurde. Sie brannte völlig aus, erst 1960 wurde sie wieder eröffnet. Aufgrund der Beschränkungen, die eine Sternwarte mitten in einer Großstadt ebenso hat, wird unsere Sternwarte inklusive des Pauli-Refraktors als Volkssternwarte betrieben. Das heißt, wir machen astronomische Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation. Und mit diesem Fernrohr kann man trotz der Lage inmitten der großen Glitzerstadt viel sehen. Planeten wie Mars, Venus, Jupiter, Saturn, den Mond und seine beeindruckenden Oberflächenstrukturen oder tagsüber die Sonne mit Sonnenflecken und Protuberanzen, den Gasausbrüchen am Sonnenrand. All diese schönen Sachen können unsere Besucher bei gutem Wetter sehen.
Für die amateurastronomische Forschung unserer Mitglieder gibt es das Taunus-Observatorium mit der Hans-Ludwig-Neumann-Sternwarte, die unter anderem ein 60 cm Spiegelteleskop beherbergt, also einen richtig großen Klopper, das QLT, das Quite Large Telescope. Zurück zum Pauli-Oppenheim-Refraktor. Ein Schatten liegt auch auf diesem Teleskop. Anfang 1933 übernahmen bekanntlich die Nazis die Macht. Die Oppenheims waren Juden und schnell wurde klar, dass sie nun als Menschen zweiter Klasse gelten. Moritz und Katharina Oppenheim wollten nicht warten, bis sie als minderwertige Menschen gebrandmarkt wurden und schieden selbstbestimmt im Juni 1933 aus dem Leben. Ihr seht, liebe Leute, der Geschichte kann man selbst dann nicht entkommen, wenn man scheinbar so abgehobene Sachen wie Astronomie macht. Das Mindeste, was wir aber tun können, ist, uns hin und wieder an die Eheleute Oppenheim zu erinnern, wenn wir mit diesem Teleskop arbeiten. Das Institut für Stadtgeschichte hat übrigens eine kleine biografische Seite über Katharina und Moritz Oppenheim eingerichtet. Den Link packe ich unter das Video.